Die Leute lieben Chicken Wings. Nicht umsonst zählen die kleinen Keulen zum beliebtesten Fingerfood der Welt. Allein beim letzten Super Bowl wurden mehr als 1,3 Milliarden Wings gegessen. Eine ziemlich ordentliche Zahl, wenn ihr mich fragt. Von Gourmet-Restaurants bis hin zu kleinen Imbissbuden, Chicken Wings gibt es an so gut wie jeder Ecke und jeder hat seine ganz eigene Art der Zubereitung. Die Frage, die sich stellt, ist: Sind Chicken Wings auch gesund? Wir haben ja alle schon gehört, wie ungesund und schädlich die Wings sein sollen. Hat auch alles seine Hintergründe, aber wir gehen heute mal in eine andere Richtung. Uns interessieren heute die positiven Aspekte des beliebten Fingerfoods. Enthalten sie Vitamine? Wie sieht's mit Mineralien aus? Und was steckt noch so alles drin? Dazu jetzt mehr. Los geht's! Bevor wir anfangen, gehen wir mal kurz in die Geschichte des Chicken Wings. Chicken Wings sind ein Grundnahrungsmittel in der amerikanischen Küche. Eines, das auf der ganzen Welt geführt wird. Es gibt mehrere Ansprüche bezüglich der tatsächlichen Herkunft des Chicken Wings. Am plausibelsten ist wohl, dass sie erstmals 1964 in Buffalo, New York in der Anchor Bar erfunden wurden, einem Restaurant, das bis heute besteht. Wie die Geschichte erzählt, wurden die Besitzer der Bar von Late-Night-Kunden unerwarteterweise besucht. Auf der Suche nach einem schnellen Snack, um sich wieder aufzurappeln, beschlossen die Besitzer, übrig gebliebene Hühnerflügel zu frittieren und als Mahlzeit zu servieren. Bis dahin waren die Flügel eines Hühnchens nicht sehr beliebt und wurden hauptsächlich für Brühe oder Suppe verwendet. Von da an wurden Chicken Wings langsam ein Hit und andere Bars in der Gegend von Buffalo kopierten angeblich diese Idee. Sie haben in nur 56 Jahren eine verdammt gute Reise hinter sich. Ab 2015 gab es über 3200 Restaurants, in denen Chicken Wings serviert wurden. Das gibt's aber nur in den USA. Wenn es so viele Restaurants gibt, dann hofft besser mal, dass es zumindest einen gesundheitlichen Anreiz dafür gibt. Chicken Wings variieren in ihrem Nährwert. Es gibt sie schließlich in verschiedenen Stilen und Größen, ganz zu schweigen von den tausenden verschiedenen Geschmacksrichtungen, die angeboten werden. Wir sprechen hier von Buffalo Wings, Grill Wings, würzigem Knoblauch, Honigknoblauch, Habanero, scharf, mittel oder mild. Die Auswahlmöglichkeiten sind einfach endlos. Aufgrund der zahllosen Varianten sind die Inhaltsstoffe auch verschieden. Eine durchschnittliche Portion enthält ungefähr 500 Kalorien, was so ziemlich die meisten Leute, die auf ihre Ernährung achten, abschrecken würde. Jetzt kommen wir zu der Frage, was genau enthalten die ganzen Kalorien eigentlich? Es ist bekannt, dass Hühnchen je nach Bedarf unterschiedliche Proteingehalte für unterschiedliche Menschen haben. Da es viele Möglichkeiten gibt, Chicken Wings herzustellen, könnt ihr euch die Möglichkeit auswählen, die eurem Gesundheitszustand entspricht, da einige weniger gesundheitliche Vorteile haben als andere. Den Kunden stehen ja wie gesagt alle möglichen Geschmäcker zur Verfügung. Die Zirkulation von Sauerstoff hat in eurem Körper eine große Bedeutung, die mit Hilfe von Chicken Wings und dem darin enthaltenen Vitaminen recht gut gehandhabt werden kann. Das Immunsystem kann auch lustigerweise mit der Hilfe von Chicken Wings reguliert werden, da Mineralien von diesen Wings bereitgestellt werden. 100 Gramm bedienen bereits 16% des täglichen Phosphorbedarfs bei einem Erwachsenen. Phosphor hilft euren Nieren zu funktionieren. Es unterstützt eure Muskelfunktion, eure Nerven und euren Herzrhythmus. Es gibt noch einen weiteren positiven Aspekt. Und zwar, wenn euer Körper sagt, dass ihr von Wings satt seid, dann seid ihr satt. Des Weiteren enthalten Chicken Wings das allseits bekannte Vitamin B6, welches für die Sauerstoffzirkulation im Blut verantwortlich ist. Außerdem sorgt das Vitamin Niacin dafür, dass die Nahrung in Energie umgewandelt wird. Also, so schlimm sind Chicken Wings also gar nicht, oder? Nö, genau genommen nicht. In Maßen sind sie sogar wirklich gut für den Körper. Er bekommt wichtige Nährstoffe, Mineralien und Vitamine. Natürlich sind Chicken Wings kein Superfood, das ist klar, aber allzu schlecht sind sie im Endeffekt nicht. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und bleibt gesund.